Herzlich willkommen zu Berlin ganz im Ohr. Heute mit den verspäteten Clock Review, ja, was halt ihr ja lang ersehnt habt schon. Erstmal grüße ich alle meine Facebook-Abonnenten, YouTube-Abonnenten und halt WPU-Forum, den Norbert und die es gerne auch werden wollen. Bin ein bisschen erkältet, trinke erstmal hier einen Schluck Kaffee. Verzeiht mir das, dass ich halt ein bisschen komisch spreche, aber so ist es halt mal nun. Gut, kommen wir halt jetzt zum Review der schönen Clock. Deluxe Edition natürlich, Clock 17 Gen 3, genau, so ist es. Hier ist der schöne Karton, die kommt hier in so einen schönen, coolen Clock-Karton, habe ich gerade gesagt. Ich meine, natürlich Koffer, ja, mit schönen Clock-Markings, so wie das Original. Ah, hier sehen wir auch nochmal Clock. Ja. Hier ist nochmal Umarex. Ja. Genau. So. Das ist ein sehr, sehr schöner Koffer, wie ich finde. Ja, der sieht echt toll aus, so wie bei dem Original auch. Man hat mir gesagt, man muss halt den Koffer verkehrt rumlegen, so wie hier jetzt. Ja. Ihr seht da ja, hier sind diese kleinen Füßchen. Und dann klappt man das so runter, ja. Zum Aufmachen. Noch mal kurz ein Statement zur Clock Deluxe Edition. Alle haben sie ja sehnsüchtig dieses Modell von VFC Umarex erwartet. Haben sich dann halt eben die Clocks eben gekauft, haben sich alle gefreut. Ich mich halt eigentlich auch, ja. Hab aber noch gewartet, bis halt die Deluxe Edition rauskommt und die ist um einiges hochwertiger auch verarbeitet als die normalen Versionen, die für 180 Euro. Die Deluxe Edition liegt bei 250 bis 300 Euro. Im Berliner Shop habe ich so eine Deluxe Edition schon gesehen für 350 Euro. Berlin ist immer ein bisschen teurer. Ja, also zwischen 200 und 350 Euro liegt die Deluxe Edition. Die ist auch weitaus hochwertiger, ja, als die für 180 Euro. Genau, dann machen wir das gute Stück mal auf. Ja, zack, zeige ich euch das mal so. Ja, hier ist der schöne Koffer, so wie beim Original, schön mit Schaumstoff ausgelegt. Sieht echt cool aus. Was haben wir hier noch dabei? Gucken wir mal, hier ist so ein Imbusschlüssel noch. Ne? Ja. Zwecks halt der CO2-Kapsel dann halt anziehen. Ne? Stell scharf. Genau, zwecks der CO2-Kapsel anschließen, der ist im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir hier die, genau, hier so eine Belehrung halt noch, war noch dazu. Umgang pipapo mit Waffen generell halt, ob es nun Schreckschusspistolen sind, scharfe Waffen sind oder Airsoftwaffen, Luftdruckwaffen, was man zu tun hat, was man zu lassen hat. Ne? Finde ich immer ganz cool, dass der Shop das halt hier immer mit reinlegt, so einen kleinen Waren- oder Warning-Hinweis. Ne? Ist immer ganz cool. Hier ist die Rechnung. Genau. Na, komm raus. Und hier ist die coole Anleitung, wenn es mal rauskommen würde. Genau, hier ist die schöne Anleitung. Ja. Sieht echt top aus, die Anleitung, wie ich finde. Na, hier nochmal schön alles mit Bildchen. Wenn ihr das hier so seht. Genau, hier schön mit Bildchen. Na. Genau, da sieht echt ansprechend aus, diese Anleitung. Na. Hinten auch nochmal Bildchen mehr, hier Umarex. Na. Hier nochmal die Telefonnummer. Ja, dann hat man hier eine tolle Bedienungsanleitung. Ja, zack. Genau, hier sind nochmal die Daten. Na, stell scharf. Na, stell scharf, du doofe Kamera. Haha, jetzt, okay. Gut, CO2 ist es natürlich, ne? 25 BBs passen rein. Macht immer so 23 rein, sonst ist es schlecht fürs Hop-Up. Ne? 100 Meter die Sekunde schafft sie. Na? Gewicht 675 Gramm. Ich denke mal, wenn eine CO2-Kapsel drin ist und Stahl-BBs oder Alu-BBs geladen sind, ist es ein bisschen schwerer. Hier nochmal Barrel, ja, wie lang der ist.
97 mm, ja, und so weiter und so fort. Genau, dann haben wir hier schön Bildchen halt. Ja, na, die Kamera ärgert mich heute, Leute. Irgendwie ist heute der Wurm drin, aber ist egal. So, hier hat man das mit den Imbusschlüsseln, hier mit der CO2-Kapsel. Ist echt alles schön mit Bildchen, dass man auch gar nichts falsch machen kann. Ja. Für die Laien unter uns. Hier mit den Korn halt, ne? Wie man richtig anvisiert halt, dass das alles hier gleichmäßig ist und nicht hier oder hier so verwackelt, also das Korn hier absteht oder hier gar nicht erscheint. Ne? Hier ist es richtig. Finde ich auch ganz cool. Hier, wie man die BBs lädt. Ja. Genau. Richtig. Jetzt finde ich auch hier ganz cool noch, dass man halt hier so einen ganzen BB hat, dass man die nicht nochmal verwenden soll oder keine brüchigen BBs verschießen soll. Ne? Ist auch nicht gut für die Waffe. Ist auch nicht schlecht, dass das hier so dabei ist. Habe ich auch noch nicht so gesehen, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Hier haben wir nochmal, wie man es auseinander nimmt. Auch kein Hexenwerk. Ist ganz leicht und easy to go. Ne? Hier halt kann man sie nochmal reinigen. Passt halt immer auf, wenn er die reinigt, halt hier mit dem Lauf, dass er nicht so gegen das Hop abstößt. Sonst kann er Schaden nehmen. Ja, sozusagen. Hier ist nochmal technische Daten halt, nochmal die deutsche Dings. Farbe schwarz, 100. Hier steht jetzt Lauflänge 100 Millimeter, keine Ahnung warum. Dann Länge, Gewicht, genau. Seht ihr ja selbst. 100 Meter die Sekunde ist schon nicht schlecht. Ein Joule reicht vollkommen aus für Weitdistanz und Nahdistanz, also komplett. Das reicht vollkommen. Na. Definitiv. Genau hier. Ich halte mich schon wieder ganz schön lange auf. Ne? Genau, das ist die. Sorry, die Anleitung ist echt schön gemacht. Jetzt kommen wir mal zur Waffe selbst. Hab die hier mal so eingepackt. Mal raus. So. Und hier ist das gute Stück. Ich nehme das mal hier runter, weil das brauchen wir nicht. So, hier haben wir die schöne Glock 17 Gen 3 in der Deluxe Edition. Ja. Genau. Fangen wir mal an von hinten nach links vorne. Ja. So, wir sehen hier den Magazin. Boden, ja, der guckt ein bisschen raus. Ist Geschmackssache, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ja, es sieht halt immer so ein bisschen wie so eine IPSC-Waffe dann halt so ein bisschen aus. Und außerdem braucht man sich, wenn man große Hände hat, ich habe jetzt kleine Hände, keine Gedanken machen, zwecks halt hier den kleinen Finger. Manchmal, wenn die Magazinboden halt nicht so dick ist und man richtig große Hände hat, dann greift der kleine Finger hier ins Leere. Hier ist es nicht so. Ja, wer große Hände hat, da ist der Magazinboden schon nicht schlecht. Und sieht auch noch spacig irgendwie aus. Ist meine Meinung dazu. Genau. Dann haben wir halt hier eine schöne Rifflung hier noch oder ein Scrabbling. Ja, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ja, hier das schöne Glock-Logo. Schön gut eingestanzt halt, dass man das auch sehr geil sieht. Ja, zeige ich euch mal. Sieht echt schön aus. Na, hier schön Glock. Ja. Auch dieses Scribbling. Aber ich muss dazu sagen, das Scribbling ist hier schon ganz gut gemacht. Ja. Also wirklich, es geht schon Richtung Original. Ja. Das fässt sich auch so an bei der Original Glock. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch eine APS Glock Dragonfly und da ist das Scribbling das Beste, was ich je an einer CO2 oder GBB-Waffe gesehen habe. Na, zeige ich euch nachher nochmal. Ich suche die nachher nochmal schnell aus, klatsche euch die nachher hin. Da ist das Scribbling 1A. Ja. Aber wir wollen nicht abschweifen, aber das ist ja auch schon gut. Ja. Dann haben wir hier noch auch noch so eine Rifflung halt. Ne. Die kann man, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob man die wechseln
kann. Ich glaube nicht, nein. Ja, genau hier. Das sieht auch ganz gut aus. Fässt sich auch alles sehr schön an, wenn man die Waffe auch halt so einen Anschlag hat, damit auch arbeiten will. Das fässt sich echt schon gut an. Ja, genau. Hier haben wir dann halt auch so eine Rifflung hier noch drin. Na, das liegt echt alles sehr, sehr schön in der Hand, würde ich mal so sagen. Ja, hier vorne auch. Ja, wenn man halt, ja, das liegt wirklich, das ist echt schön halt. Das ist echt, das fässt sich auch echt alles so hochwertig an, ja. Genau. Sieht echt schön aus. Hier haben wir dann den Magazin-Auslöseknopf, wenn ihr das hier so seht. So. Hier ist auch so ein bisschen geriffelt. Ja, fürs Magazin. Zeige ich euch. Genau. Zack. Ja. Genau. Dann haben wir hier unten am Magazin nochmal. Lupp. Auch nochmal schön Glock eingearbeitet. Ja. Was mir hier am Magazin noch sehr gut gefällt ist, wenn ich das jetzt mal rausnehme, kurz mal die Waffe weglege, dass halt diese Markings hier richtig toll rausgearbeitet sind. Ja. Also man kann halt wirklich, wenn ich das hier so weit weg packe, dann könnt ihr die Markings richtig cool noch über die Kamera sehen. Wenn ich das jetzt ranhole, sieht das echt schön rausgearbeitet aus. Und das meine ich halt mit dieser Deluxe Edition. Bei den anderen Versionen, wie gesagt, für 180 Euro sind die Markings nicht so krass rausgearbeitet. Und das sieht man. Ich habe jetzt leider kein anderes Modell da. Aber es gibt andere Kanäle, die halt zwei Modelle mal getestet haben. Die Deluxe und die normale. Und denen das auch aufgefallen ist. Und das sieht hier echt schon geil aus. Ja, also besser geht's nicht. Und die sind hier irgendwie bei der CO2-Variante schön rausgearbeitet. Ja. Auch das Magazin ist sehr, sehr schön und wertig, wie ich finde. Ja, man braucht hier auch nicht mehr, wenn man die CO2-Kapsel hier reinlegen will, was ich auch wieder cool finde, braucht man das Ding hier, den Schuh nicht abziehen. Man hat hier den Imbus, setzt den hier an, dreht ein bisschen raus, ja, schmeißt die CO2-Kapsel rein, macht hier natürlich ein bisschen Silikon drauf, Silikonfett oder Spray. Ja. Und dann dreht man mit dem Imbus wieder das fest, handfest natürlich alles, nicht zu doll, ne? Sonst überdreht er das, ist auch nicht gut. Magazine sind auch teuer, ich glaube 50 Euro oder so. Genau, und dann halt könnt ihr schon loslegen, da ist die CO2-Kapsel nämlich dann bereit. Und ihr braucht halt eben das hier nicht mehr abmachen, die Magazinschule ist echt gut gelöst. Genau, Magazin ist auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wie ich finde, fässt sich auch schön an von der Haptik halt her, ja. Genau, macht hier auch mal noch ein bisschen Silikon, Fett ein bisschen drauf. Ja. Fässt sich echt gut wertig an. Hier auch diese Magazinlippen hier. Kann man auch kaum drücken. Ich drücke jetzt schon und man kann die auch nicht biegen. Also sehr, sehr robust. Ja. Genau. Ja. Hier kann man dann halt runter machen. Hier runterziehen mit dem Fingernagel. Ja, und dann schmeißt man hier die BBs rein, Speedloader oder einzeln, ob Kunststoff, Bio, Alu, Stahl. Könnt ihr hier alles verschießen mit. Müsste man halt hier hinten festhalten, es gibt kein Arretierer, das finde ich ein bisschen dämlich gelöst. Ja, haut man sich immer hier den Fingernagel so ein bisschen kaputt. Aber gut, überlebt man sozusagen, man kann nicht alles haben. Aber die Magazine sind echt hochwertig, ja, flutschen auch gut rein. Man hat also ein gutes Feedback von dem Magazin, wenn er die halt reinmacht, halt ist schon nicht schlecht. Genau. Der ganze untere Body hier besteht aus Polymer, so wie bei der Original auch. Ja. Genau. Dann haben wir hier den Schlittenfang, der ist auch aus Metall. Ja. Dann haben wir den Trigger, der ist aus Polymer, so wie beim Scharfmodell auch. Und wir haben hier so eine Züngelsicherung. Ja, also das heißt, wenn die Waffe jetzt geladen ist, ja, ich drücke jetzt nicht die Züngelsicherung rein, ja, ich drücke halt nur hier den Abzug hier, geht das nicht, ne? Ihr müsst wirklich halt komplett den Abzug und dann könnt ihr schießen, ja? Genau, seht ihr ja. Genau. Genau. So sieht's aus.
Sorry. Ja, genau. Ist auch schön. Ja. Hier haben wir dann den Zerlegehebel. Einfach runterziehen. Hier den Finger ansetzen, runterziehen. Und dann ist das, geht der Schlitten ab. Zeige ich euch nachher nochmal. Ja. Genau. Der ganze untere Body, wie gesagt, aus Polymer. Hier haben wir noch eine Schiene. Da kann man halt eben Laser. Attrappen natürlich nur Lampenattrappen, ausgegossene Lampen hier unten ran machen. Oder man macht halt eben hier so eine Schiene hier so drauf. Zack, die geht dann hier so rüber. Und könnt halt so ein Red Dot hier noch aufsetzen. Ja? Weil Laser und Lampen sind ja in Deutschland verboten. Genau. Ja, dann drehen wir die Waffe nochmal um. Genau. Hier haben wir dann kein Glock-Symbol, so wie auf der Vorderseite. Den Magazinlöseknopf, weiß ich nicht, ob man den wechseln kann. Sieht so aus, dass man den für Links- und für Rechtshänder wechseln kann. Da bin ich jetzt überfragt halt, aber es sieht so aus. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Dann haben wir hier noch offizielle Lizenz, Produkt auf Glock. Auch nicht schlecht. Na? Und dann halt hier wieder den Zerlegehebel, der auch hier schon war. Ist auf der linken Seite. Genau. Ja, dann sind wir hier mit dem Teil hier durch, hier unten. Das ist auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet, wie ich finde. Ja, hier ein paar Nähte halt. Okay, ja, gut, muss man mit Leben halten, ne? Aber nicht scharfkantig. Das sieht echt, echt. Na, die Kamera will mich heute irgendwie heute ärgern. Ich weiß auch nicht, heute ist der Wurm drin oder. Keine Ahnung, ich soll keine Videos mehr machen. Ich weiß es auch nicht. Jetzt ist scharf. Perfekt. Dieses ganze das ganze Polymer, das unterscheidet sich. Also ich bin der Meinung halt, wie gesagt, ich habe schon mal eine scharfe Glock auch geschossen. Habe das noch grob in Erinnerung. Also das unterscheidet sich ja gar nicht mehr, das Griffstück. Ja? Also von außen jetzt zumindest. Ja. Der Aufbau ist ja anders bei einer scharfen. Aber das ist schon echt verdammt nice. Ja? Also das ist schon echt top, wie das hier aussieht, ja, wie es auch gearbeitet ist. Liebe zum Detail. Genau. Gut, dann fangen wir mit den Schlitten mal an. Ihr seht ja hier schon. Ich hole euch mal ein bisschen bewusster ran. Den Schlitten. Na. Genau. Hier sehen wir halt, der Schlitten hat hier eine Besonderheit, hier ist ein bisschen noch ölig. Macht euch das hier nicht, hier, warum hier Schatten drauf sind, ist das jetzt das Öl, ja. Dieser Schlitten besteht aus CNC Aluminium gefräst, deswegen auch Deluxe Edition. Diese Markings hier bei der Deluxe Edition, dieses Glock 17 Austria 9x19, ja, für 9x19, 9 mm Patronen, sieht richtig schön gearbeitet aus, so wie beim Magazin, ja, auch schön kräftig. Und das hat man bei den normalen Versionen halt eben nicht so krass rausgearbeitet. Fragt mich nicht, warum, Leute, ich weiß es nicht, warum Umarex oder VFC das so gemacht hat. Aber wenn ihr die Deluxe Edition kauft, die CO2-Version, dann habt ihr hier ein CNC. Aus einem Stück halt Schlitten gefräst und der sieht natürlich sehr geil aus. Auch die Oberflächenbeschaffung, ja, sieht echt cool aus. Da glänzt auch nichts, da ist auch nichts so wie so eine Pickelhaut. Bei der normalen Version, da ist das auch alles nicht so schön halt von der Haptik, ja, also man, ja, und auch von der Optik halt eben nicht so, ja. Bei der etwas preiswertere Version, sage ich mal. Gut, 180 Euro ist auch nicht preiswert. Da schimmert es halt auch und hier schimmert nichts halt, ja. Also dieser Schlitten, der sieht schon echt hochwertig aus. Also das ist halt von der, ja, ich würde mich jetzt nicht weit aus dem Fenster sehen, von der scharfen Version nicht mehr so zu unterscheiden. Ja. Hier haben wir halt auch noch, dass man hier nicht abrutscht, kann man schön einen Schlitten nach hinten ziehen, ja. Genau. Ja, und das ist schon echt schön gemacht. Ja. Genau. Sieht er hier auch. Also ich kann es immer nur wieder sagen, das sieht echt toll aus. Schießen tut es auch nicht schlecht. Ich habe ja schon Videos rausgehauen vom Schusstest. Und die macht sau viel Spaß, diese Waffe. Kann ich nur so sagen.
Auf 7 Meter habe ich es jetzt nur geschossen. Am 16. Juni gehe ich auch wieder in meine Schießanlage auf dem Schießstand und da teste ich sie dann auf 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter. Dann ballern wir mal ein bisschen rum mit der und gucken wir mal, wie sie da abgeht auf 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter. Ne? Videos folgen dann natürlich. So. Von vorne sieht es halt so aus von der Mündungsansicht. Sieht auch echt schön aus. Ne? Echt tolle, echt gelungen halt diese Waffe. Ja. Hier haben wir noch die Recoil Spring, die ist übrigens hier auch aus Stahl gefertigt. Bei den anderen normalen Versionen ist das aus Kunststoff, diese Recoil Spring. Ja. Ich soll was trinken, sorry. Und irgendwann brechen die vielleicht mal. Und deswegen finde ich das hier gut, dass hier bei der Deluxe Edition dieses Ding aus Stahl ist. Übrigens, bei den Original-Glocks ist das Ding auch aus Kunststoff, kann man aber nachkaufen. Auch Stahldinger gibt es dafür. Ne? Bei der Original ist das auch meistens aus Kunststoff. Muss man sich auch dann eine Stahl-Federführungsstange besorgen. Hier ist eine drinne, finde ich nicht schlecht. Genau. Weiß ich auch nicht, warum sie das bei der normalen Version halt eben nicht reingemacht haben. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist zwar ein bisschen schade, aber nun gut. Genau. So, dann gehen wir mal hier so weiter. Ja. Hier haben wir dann halt auch wieder dieses schöne Oberflächenfinish, kann das immer wieder nur sagen. Und die macht auch richtig viel Spaß beim Schießen. Die hat einen richtig geilen Kick. Ich habe out of the box geschossen, musste auch nicht das Hop-Up so justieren halt. Also es hat alles wunderbar geklappt. Ausgepackt, geschossen, perfekt. Vielleicht war es auch vom Shop schon eingeschossen, glaube ich aber nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hopper braucht die hier nicht irgendwie einstellen. Bei der war es zumindest so. Also hat gleich super getroffen. Ne? Haben wir hier eine Seriennummer. Wie auch hier nochmal eine Seriennummer. Ist dieselbe. Genau, ist dieselbe. Hier haben wir noch das schöne Glockzeichen. Schön eingestanzt auch wieder. Also das sieht wirklich. Ich kann es immer nur wieder sagen. Und ich wiederhole mich heute in dem Video. Das sieht echt gut aus. Also ernsthaft, Leute. Ja, hier haben wir auch nochmal ein kleines Glock-Symbol. Hier haben wir wieder das Dings hier. Das fässt sich ja auch richtig wertig und keine scharfen Kanten. Überhaupt auch nicht, wenn ihr über die Waffe geht. Keine scharfen Kanten irgendwie. Also ist echt nicht schlecht. Hier haben wir auch noch ein Stahlbauteil, ein eigenständiges. Das bewegt sich auch. Ja, auch ein eigenständiges Bauteil, finde ich auch nicht schlecht. Ja. Hier hinten. Der Rücken von der Waffe. Hier haben wir dann eine schöne Kim und Korn, die finde ich auch sehr geil. Schön groß alles gehalten, ja. So, da hat man echt ein gutes Feedback, würde ich sagen. Ja. Genau, sieht echt gut aus. Und die könnt ihr auch wechseln zur scharfen, ja. Also ihr könnt das hier abmachen. Müsst ihr den Schlitten abmachen, von hinten ist eine Schraube, könnt ihr das auch wechseln, ja. Und dann könnt ihr das Original aufschrauben, was auch noch leuchtet im Dunkeln und so ein Mist. Wer es braucht und wer es mag, kann das dann natürlich machen. Genau, gucken wir uns die mal von oben an. Genau, hier ist auch ein schönes Finish. Man muss mal halt nur mal gucken, wenn man die jetzt längere Zeit vielleicht holstert. Ich hab ja kein Plastikholster, ich habe da mal so ein Nylonholster. Da wird halt eher weniger hier passieren, aber wer ein Plastikholster benutzt halt durch dieses Rein und Raus, wird wahrscheinlich irgendwann mal hier auch Abnutzungsspuren haben. Ja. Dazu kann ich nichts sagen zu den Abnutzungsspuren hier. Ja. Die Beschichtung ist schön gehalten, matt schwarz, das sieht echt toll aus. Ja. Aber ich kann nichts eben sagen hier zu den Abnutzungsspuren. Ich kann nur was sagen hierzu. Da kamen auch schon viele Fragen an mich. Ich habe mich selber nochmal erkundigt hier, wie es hiermit aussieht. Weil wir haben wir hier auch nochmal 9x19 eingestanzt. Na, seht ihr ja. Aber diese Abnutzungsspuren hat mich auch jemand angesprochen, hat gefragt, ey Mike, wie sieht's aus? Ist das hier auch bei dir so in dem Patronenlagerbereich? Da habe ich gesagt, ja, das ist ganz normal, weil ja der Schlitten repetiert und dann ratscht der halt hier drüber und dann gibt es halt diese Abnutzungsspuren. Das ist ganz normal, das ist bei der scharfen auch so, ja, bei der scharfen Glock, dass sich das hier auch abnutzt.
Das ist leider so, aber das gehört zu einer Waffe dazu halt. Das macht irgendwie auch den Look so ein bisschen aus, ja, dass da Abnutzungsspuren sind. Mich stört es nicht, weil die Waffe wird ja auch geschossen. Ja, ich finde es nicht schlimm jetzt, ja. Also es sieht hier immer auch, glaube ich, was, ne? Nee, oder? Das. Doch hier geht es auch schon ein bisschen los halt, ne? Hier so an der Kante, was ihr so seht. So ein bisschen sieht man jetzt schlecht. Genau. Ja, aber das ist normal halt. Ja, da nutze ich es halt ab, weil wie gesagt, da immer das rüberläuft. Ja, was soll ich sagen halt? Ich habe schon viel Kritik auch gehört über die normalen Modelle, die normalen GBB-Modelle. Da hat mir einer gesagt, dass irgendwo was gebrochen ist bei der Waffe. Die hat er auch zurückgeschickt. Ich kann das halt nur so sagen. Also nicht bei der Deluxe-Version, bei den normalen Versionen. Da soll irgendwas gebrochen gewesen sein. Bei den GBB-Versionen 6 mm, die für 180 Euro, wurde mir nur so zugetragen. Gebe ich jetzt mal so weiter. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber er hat sie zurückgeschickt. Ja, aber alle wie die Geisteskranken halt, wo die rauskamen oder angekündigt worden sind, waren alle hipplich, kann ich auch verstehen, weil es mal eine geile Pistole ist halt, ja. Mit tollen Markings halt. Man muss da keine teuren Exportschlitten mehr sich bestellen. Ja. Man bestellt sich einfach jetzt hier die in Deutschland und dann hat man eine tolle Waffe. Ich habe das halt auch mal alles so ein bisschen beobachtet. Ja, mit den VFC-Modellen gab es ja erst die für 180 Euro und irgendwann kam die Deluxe raus, haben sie alle geschrien, oh geil, scheiße, zu früh gekauft, was wird anders sein? Ne, die wesentlichen Sachen sind halt, ein Koffer ist dazu, der Originalkoffer. Hier habt dann halt einen Aluminium-CNC-Schlitten, der viel bessere Markings hat, ja, viel besser rausgearbeitet sind, viel kräftiger sind, so wie auch bei der scharfen Version. Und ihr habt hier noch eine Federführungsstange hier drin, die auch Stahl ist. Also das finde ich schon mal nicht schlecht. Dafür gebe ich gerne 250 bis 300 Euro dann aus. Ja. Und sie schießt geil, sorry, auf 7 Meter perfekt. Also ich wollte gar nicht mehr aufhören mit Schießen, weil die eben so toll ist. Ja, man kann halt mit einer CO2-Kapsel, keine Ahnung, kommt immer darauf an, auf die Geschossarten. Ich nehme immer Alu. BBs, da ist halt immer ein bisschen eher Schluss. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Muss ich da mal beim Schusstest machen am 16.06. Muss ich mal drauf achten, wie ich da mit einer CO2-Kapsel komme. Ja. Hier haben wir nochmal Kaliber F und Seriennummer eigenständige. Ne? Habe ich vergessen zu sagen. Ja, also ich kann die Waffe jeden Glock-Fan wärmstens empfehlen. Ja, weil die ist einfach mal top. Ja, vom Aussehen her. Wir haben hier auch, wenn man hier kurz nochmal. Genau. Wir haben hier halt der Abzug halt, wenn man hier dann der Vorzugsweg, ja, wenn man das hier so sieht. Ja, hier ist dann ein langer Weg. Ja. Und dann. Langer Weg, sieht er ja, richtig lang. Und dann hier nochmal ein Vorzugweg. Und dann bricht der Schuss. Also ja, das ist kein Abzug halt, so wie bei einer Custom-Waffe halt oder AW Custom. Da sind die Abzugverhalten besser. Ja. Aber der geht schon halt. Ein langer Weg halt, seht ihr ja, langer Weg. Siehst du jetzt was, wirklich nicht aufgepasst. Langer Weg, langer Weg, langer Weg. Und dann bricht der Schuss schon. Ja. Also es ist schon in Ordnung halt. Also für die Waffe, die schießt auch sehr präzise, wie ich finde, ist das schon in Ordnung. Jetzt zeige ich euch nochmal wegen dem Kribbling, zeige ich euch nochmal eine andere Waffe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich wollte euch jetzt nochmal das andere Kribbling nicht vorenthalten. Ja. Hier, das meine ich. Das ist natürlich richtig rau wie Pergamentpapier. Ja. Die ist von APS. Seht ihr ja hier. Und das ist natürlich das geilste Kribbling, was ich jemals gesehen habe. Ja, also besser als bei der scharfen Variante.
Und bei der Airsoft halt, ne? Also das sieht man halt auch, dass das hier dass man so viel toller gearbeitet ist. Ja. Also es geht hier über den ganzen Griff halt. Ja. Also es ist hier schon nice, sehr nice. Ja. Genau. Sonst ist es hier auch eine Glock, aber eine Custom Glock halt. Natürlich von APS ohne Markings. Da hatten wir das ja Problem noch gehabt. Ja. Und hier hat man halt keine Abnutzungsspuren, weil das hier Chrom-Patronenlager ist. Ne? Aber sonst halt ist das halt eine Custom Glock. Ja. Und die ist auch sehr, sehr nice. Ja. Dann könnt ihr mal gucken, ob die Magazine von der hier reinpassen, das kompatibel ist. Ich glaube es eher weniger. Gucken wir einfach mal. Ja. Was drin. Passt nicht. Dann passt das hier rein. Tatsache. Das CO2-Magazin von der Glock hier passt in die APS. Wie geil ist das denn? Ja, also es passt. Sieht auch ein bisschen cooler aus, wie ich finde. Ja, hier, schön. Also es passt rein, sozusagen. Das ist mal nicht schlecht. Ja. Gut zu wissen, sozusagen. Genau. Dann kommt die wieder weg. Genau. Ja. Dann bauen wir die ganze Chose nochmal schnell auseinander. Und dann schauen wir mal. Also für ein Auseinander nehmen halt Magazin entfernen natürlich. Dann einfach hier runter drücken. Ja, und dann könnt ihr das schon abschieben. Ja. Okay. Scheiß Fuffel-Effekt. Genau. Perfekt, so. Das kann man hier reingucken, ist schön leicht, ne? Aber auch schön hochwertig verarbeitet mit Stahlteilen drin und sieht echt toll aus. Ne? Blub, blub, blub. Ja, seht ihr hier, ganz Abzuggestänge. Sieht echt schön gearbeitet aus. Ist auch noch eine Nummer drin, wie ich gerade sehe. Ja. Echt toll. Wie ich finde. Genau. Dann haben wir hier nochmal den coolen, tollen, edlen, geilen Schlitten. Blub. Zack. Hier innen drin sieht das auch alles sehr gut gearbeitet aus. Hier haben wir nochmal Stahleinlage drum, ja. Hier ist die Schraube. Ja. Genau. Hier kann man das Hopplan einstellen. Ich habe es noch nicht eingestellt, weil bei mir hat es schon toll geschossen. Hier haben wir dann die ganze Federführungsstange. Auch Stahl natürlich. Genau. Ist schon nicht schlecht. Ne? Ist echt toll. Echt toll. Wie das alles hier auch so aussieht, toll gearbeitet hier, alles schön. Ja, also sieht echt toll aus. Man muss hier mal ein bisschen, sorry, man muss hier mal ein bisschen aufpassen. Was heißt aufpassen? Immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht gleich irgendwie, meine Glock ist kaputt, die Deluxe Edition ist totaler Scheiß. Das hat der Shop nämlich auch schon bemängelt oder angesprochen, eben wo ich sie bestellt habe, dass die manchmal ein bisschen hakt, wenn man das hier wieder rauf macht. Ja? Da nicht gleich eine Macke kriegen, einfach, vielleicht klappt es auch jetzt einfach raufsetzen. Genau, einfach raufsetzen. Bei mir hat es jetzt gleich beim ersten Mal geklappt. Manchmal kommt die Federführungsstange irgendwo gegen und dann, wenn er den Schlitten wieder
rauf macht, dann geht das erstmal nicht. Kommt euch die Federführungsschranke hier ein bisschen raus, aber dann nochmal abmachen, nochmal ein bisschen fummeln und dann rauf. Also es geht ganz gut, hat man jetzt auch gesehen. Ja. Ist noch alles ein bisschen schwergängig, muss ich alles noch ein bisschen einschmieren, einlaufen, ein bisschen die Waffe einschießen. Ja. Und dann ist sie wieder startklar, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Richtig. Sie hört sich auch schön metallisch an, wie ich finde. Ja, es hört sich echt alles toll an. Ja, kann ich nur sagen. Für das Geld hier von 250 bis 350 Euro ist das hier ein Top-Teil. Sorry. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Klar, die anderen sind auch schöne Waffen halt. Aber mich wird stören halt, wenn halt ich mir eine Waffe für 180 Euro kaufe, wo die Markings halt eben ein bisschen schlechter gearbeitet sind gegenüber in so einer Deluxe Edition. Ja, ist ja auch der Preisunterschied ist auch nicht so. Wenn man die schon für 250 kriegt, kriegt man überall übrigens schon jetzt. Da ist der Preisunterschied zu 180 nicht mehr so. Dann sollte man lieber zu der CO2-Variante greifen. Die kann ich auch wärmstens empfehlen, die CO2-Variante. Und ich würde auch eine CO2-Variante nehmen, weil er einfach hier besser mit dem Magazin besser klarkommt, weil es eben CO2 ist. Man kann aber auch switchen, man kann auch ein GBB-Magazin noch hier reinklatschen. Ja, muss jeder selber wissen vom Geschmack halt her. Aber ich würde CO2 hier nutzen, habe dann die bessere Schussausbeute, auch im Sommer jetzt. Ne? Ein Joule hat sie, reicht vollkommen aus. Man sagt ja nicht immer, man sagt ja auch, man soll nicht immer davon ausgehen, ja, man muss hier 3 Joule haben hier, weil bei der Knifte und so und dann schießt die geil. Eine 3-Joule-Waffe kann auch scheiße schießen, ja. Wichtiger ist halt, dass das Hauptpapier gut ist, dass der Lauf hier gut ist. Das ist hier echt top hier bei der Waffe, die schießt wirklich genau. Seht ihr ja auch halt in den anderen Videos, die ich hier schon gemacht habe, von auf 7 Meter, auf 15, 20, 25 Meter kann ich noch nichts sagen, werde ich aber dann was dazu sagen am 16.06. Kommen auch Videos, genau. Aber ich kann euch die hier wärmstens empfehlen. Zwecks auch mit diesem Koffer hier, ja, der hier dazu noch ist. Ist das hier ein feines Paket, wie ich finde. Ja, und die Waffe ist einfach mal nur genial. Ja. Auch noch interessant halt von der Reihe jetzt die ganz kleine Glock. Muss man mal gucken, ob ich mir die vielleicht auch noch hole. Mal sehen, mal gucken. Aber eine reicht mir auch. Also die ist schon nice. Gut, dann hoffe ich habe alles gesagt. Verzeiht mir meine Erkältung so ein bisschen, dass ich hier ein bisschen rumgehustet habe. Aber ja, ich wollte das Video jetzt auch mal abdrehen, weil es halt auch ein bisschen länger jetzt schon her ist. Alles habe ich ja jetzt zum Glück alles gut abgedreht. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal auf der Schießbahn auf jeden Fall. Mit ihren die nochmal dazulegen auf der Schießbahn dann am 16.06. Dann kommt die mit und dann werden wir die ausgiebig testen und schießen und weiß ich nicht was. Und da werde ich schon wieder feuchte Augen kriegen bei der hier auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme die auch mit und probiere das mal mit dem CO2-Magazin aus. Genau, die beiden kommen ja mit. Ja? Einmal eine Custom und einmal eine normale Glock und die hier von APS. Ja. Die hat auch einen Tuninglauf schon drin. Wenn ihr die könnt ihr so kaufen mit Tuninglauf. Das ist richtig geil. Schießt auch richtig exakt. Die beiden kommen mit. Zwecks CO2-Magazin in der Waffe. Mal sehen, wie das aussieht. Genau. Dann bin ich raus. Haltet alle die Ohren steif. Werdet nicht krank, so wie ich. Wünsche euch noch was. Einen schönen Tag dann. Schönen Pfingstsonntag und einen Pfingstmontag noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben und dann werde ich auch antworten. Bis dahin, bye.